Heute hat der Kreistag des Kreises Recklinghausen seine letzte Sitzung im Jahre 2013 gehabt. Ein ganz wichtiges Thema stand im Vordergrund, das war der Kreishaushalt für das Jahr 2014. Der Kreishaushalt hat ein Volumen von fast 1 Milliarde Euro, so um die 940 Millionen Euro im Aufwand und im Ertrag. Das ist natürlich eine Riesenhausnummer, die wird ganz wesentlich geprägt durch soziale Leistungen, die hier bei uns zu erbringen sind. Der Kreistag hat mit einer breiten Mehrheit aufgrund von 3 Anträgen, die SPD und CDU in der letzten Woche noch gemeinsam entwickelt haben, diesem Haushalt zugestimmt. Der eine Antrag, ein ganz wichtiges industriepolitisches Signal, ist ein Antrag, die Fläche für den New Park, also für die große industrielle Ansiedlung im Bereich Rieselfelder in Datteln, diese Fläche vorsorglich auch zu ermöglichen, dass sie angekauft wird. Das war ein wichtiges Signal der beiden großen Parteien im Kreistag. Das ist ein Signal Richtung Arbeit, nicht nur kleinteilig in den Rest Sanierungsflächen, sondern auf einer großen, der einzigen großen westfälischen Fläche, die in der Landesentwicklungsplanung dafür auch vorgesehen ist. Das Land hatte sich ja nicht dahin verstehen können, eine Bürgschaft auszureichen, und jetzt haben wir uns gesagt, ein wesentlicher Betrag wird zunächst mal von uns vorsorglich vorgehalten. Das zweite, ein Signal, das von den Städten erbeten wurde, um die städtischen Haushalte in der Kreisumlage zu entlasten. Die Kreishaussanierung, da soll überprüft werden, inwieweit die nicht jährlich die Städte im Kreishaushalt über die Umlage belastet, sondern ob wir das länger strecken können. Und das dritte Thema, und auch da sind wir uns sehr einig, die Gemeindeprüfungsanstalt soll auf den gesamten Kreishaushalt, auf die Kreisfinanzen nochmal draufsehen, damit wir sicher sind, dass wir nicht Sanierungspotenziale, die den Städten zugutekommen würden, vielleicht übersehen. Ich habe da eine positive Meinung dazu, weil ich sicher bin, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Kreishaus sehr produktiv und sehr wirtschaftlich arbeiten. Ein weiteres Thema war das Thema Spätverkehre im öffentlichen Personennahverkehr, also mit den Bussen der Festischen hier bei uns im Kreis. Auch da gab es einen guten Impuls. Die Festische hatte entwickelt eine Überlegung, weniger ausgeben zu müssen für die häufig ja fast leerfahrenden Busse in den Randzeiten. Und das haben wir mit den Städten abgestimmt. Bis auf kleine Modifikationen ist das jetzt auch so beschlossen. Insgesamt kann ich nur sagen, das war ein gutes Signal, dass hier die Kreistagsfraktionen Richtung Städte auch gerichtet haben. Damit wird der Kreis handlungsfähig bleiben und das Jahr 2014 auch gut aufgestellt angehen können.